schon gedacht. Guten Abend, liebe Zuschauer an den Empfangsgeräten. Willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 2, die Nacht des Raben. Mit mir, euer Moderator, dem Morret. Wir haben das letzte Mal hier auf dem Hof vom Ona aufgehört und haben uns quasi das Sölder angeschlossen. Jetzt sind wir auch Teil der Bagage. Und jetzt haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Das wäre einmal, haben wir diesen Teller damals eingesammelt. Ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnern kann. Die ist nicht gut. Und zwar haben wir hier so einen hübschen Goldteller mal eingesammelt bei der Miliz im Hauptquartier. Schwerer Goldteller auf dem Teller sind die Namen Ona und Maria eingraviert. Und Ona gibt uns keine Antwortmöglichkeit dafür, also suche mal seine Frau oder seine Schwester oder was weiß ich, Geliebte, die Maria vielleicht heißt. Die heißt Magd, das ist es schon mit, aber die hier heißt Maria zufälligerweise. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich will mich hier mal umsehen. Ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Jawohl, Kerle, verschwitzte Testosteron-Type, die sich überall profiliere und assimiliere und was weiß ich was machen müsste. Ich habe einen goldenen Teller, ist es dein? Ich habe hier einen goldenen Teller. Ist es deiner? Ja, das ist er. Tausend Dank. Stören dich die Söldner? Naja, ich will ja nichts gesagt haben. Seit ihr hier seid, ist es sehr viel sicherer geworden. Immerhin. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Ein Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Ein paar von den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Sauerei! Was können wir machen? Frag mal nach einer Belohnung, oder? Wie sieht's mit meiner Belohnung aus? Du arbeitest doch für meinen Mann als Söldner, richtig? Richtig. Wie viel zahlt mein Mann dir? Das ist zu wenig. Geh zu ihm und sag ihm, er soll dir mehr zahlen. Und du denkst, das wird er tun? Er weiß, was passiert, wenn er es nicht tut. Ah ja. Glaub mir. Da weiß man ganz genau, wer hier wieder die Hose hat. So, ich würde sagen, sie soll uns ein bisschen was über ihren Mann erzählen. Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Ich habe meinem Mann gesagt, warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Aber schließlich ist ja auch Krieg, nicht? Ja, da hat sie recht. Frag mal nach, was aufregend. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Paladine sind hier in der Nähe vorbeigezogen. Wir dachten erst, sie wollen den Hof angreifen, aber sie sind ins Minental gewandert. Ah ja, okay. Apropos Minental und sonst was. Wir müssen doch die Schätze einsammeln. Wir haben ja für Greg noch ein paar Schätze zu suchen. Und das sollten wir vielleicht auch noch hier erledigen, wenn wir eh schon in der Gegend sind. Ja genau, wir plussen unsere Geschicke jetzt mal hoch, dass man einen Bogen besser sucht. Willkommen bei den Söldnern, Kleiner. Danke, danke. Danke. Sobald ich etwas für dich zu tun habe, lasse ich es dich wissen. Jawohl, ich will meine Fähigkeit verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Wir brauchen mehr Geschicklichkeit. Super Sach. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Das finde ich geil. Das finde ich wirklich geil. Ich würde gerade mal gucken, ob wir vielleicht noch einen besseren Bogen uns irgendwie rauslassen können. Wie sieht es denn aus mit unserem Gold? Oh, roundabout, was sagt unser Dings? 40 Geschicklichkeit. 40. Oh, wir haben Teklas Eintopf. Wir haben Tekleere Kräuter noch gar nicht gebracht. Das können wir auch machen, hey. Sapperlote. Was wir also erledigen können. Erstmal mit Khaled schwätze. So, guten Tag. Welche Herr Khaled. Anzubieten? Nur die besten. Zeig mal her. Sieh sie dir doch einfach an. Hast du auch Bögen im Angebot? So, was haben wir hier? Zu stark, zu stark, zu stark, zu stark. Noch mehr Ärger. Alles uninteressant für uns, das brauchen wir nicht, nicht, nicht. Jagdbogen. Wir haben zwar nur einen normalen Bogen, aber wegen denen 5 mehr. Aber der kann uns bestimmt Pfeile verkaufen. Haben wir uns gerade geil geguckt, sorry. Welche nur die. Braucht Pfeile, ja, immerhin. 30 Pfeile. Okay. So, wie sieht es eigentlich mit unseren Pfeile momentan aus? 52 Pfeile, Feuerwehr. Bolzen haben wir irgendwie immer genug. Weiß ich auch nicht warum.
Gucken wir mal, ob wir hier oben vielleicht noch irgendwas plündern können. Glaubst du wirklich daran? Hier ist nix. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hier Truhe vielleicht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Okay. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Was sehen wir denn hier? Aha. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Naja. Aber Pfeile wieder drin, geil. Geil, geil, geil. Sonst schon irgendwas? Nee. Das sieht voll leer aus hier. Vorher klar. Hey, rechtliche Sache können wir plündern, da stehen halt überall Leute drum. Die hauen uns dann gleich um, müssen wir wenden, warte. Bis die hier fertig sind. Bei denen könnten wir vielleicht noch plündern. Speichern mal und gehen ins Schleichen. Okay, dann mit dem Ona können wir auch noch schätzen. Ey. Sorry, der muss uns ja mehr Sold zahlen. Okay, das hat jetzt gut funktioniert. Nichts Besonderes, nichts Interessantes. Ich frage mich, ob er eigentlich den ganzen Tag in seinem Sessel hockt oder ob der auch mal pennen geht nachts. So. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt aus. Zahl mir mehr Sold. Zahl mir meinen Sold aus. Bist du verrückt? Arbeite erstmal einen Tag für mich. Morgen bekommst du dann deinen nächsten Sold. Jawohl. Gesagt, ich verdiene Maria hat gesagt, ich verdiene zu wenig. Was? Sie meinte, du solltest mich besser bezahlen. Die Frau muss sich auch überall einmischen. Hat sie gesagt, wie viel? Nein. Gut. Mit dem nächsten Sold wirst du 10 Goldstücke mehr bekommen als bisher. Aber kein Goldstück mehr, klar? Ha, super Sache. Ja, auf Dauer summiert sich das schon. Aber ich frage mich halt, kann man hier eigentlich 100 Tage pennen und jedes Mal abkassieren? Aber mit Vasili müssen wir auch noch schwätzen. Das ist deine Aufgabe. Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Na ja, die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Oh, maybe, maybe. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige. Und ich habe sie alle erwischt. Ha. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig. Und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Ah ja. Ich habe hier eine alte Münze. Ich habe hier eine alte Münze. Mhm. Zeig mal her. Oh ja. Die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Super Sache. Abgemacht. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du mich findest. So, Interesse an weiteren Münzen? Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Jawohl, mach ich grad. Gut, das hätten wir. Check, check. Jetzt fehlt nur die gute Tekla in ihrer Kantine. Die soll uns gerade noch eine Schüssel Eitopfen auslassen. Gut, mit Linse und Seide wird stark gerührt. So. Hier ist dein Päckchen. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Deine Entscheidung. Danke, danke. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Na schön. Dann will ich mal nicht so sein. Ja, sonst fällst du mir noch vom Fleisch. Danke, danke. Sehr geil. Und dann geht's noch mit plus ein Stück auf. Wir sind bereit für die nächste Runde. Der arme Kerl kann einem leid. Ohne Witz, in letzter Zeit kursiert dieses Turopolyp-Video. Ich habe das so abgefallen, habe mir gleich mal die Doku rausgesucht. Das ist einfach so ein Holländer und der hat einfach Spaß an der Kirmes, was ich brutal feiere. Und der hat sich einfach... Sieh mal einer an. Und der brech halt hier wieder alles. Du brauchst nicht, dass ich dich jetzt respektiere, nur weil du einer von uns bist. Das warte ich auch nicht von hier. Ich sag dir was. Egal, welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Tagedieb, nichts weiter. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Leute von deiner Sorte kenne ich. Große Schnauze, nichts dahinter. Sonst hätte sie jetzt so weit gebracht. Jemand, der sich groß rausputzt und von seinen Heldentaten prahlt, ist mir zuwider. Erst gestern noch habe ich einem der Jungs hier die Fresse poliert, weil er behauptet hat, dass er einen schwarzen Troll mit einer Hand auf dem Rücken zur Strecke bringen kann. Ja, und? Was soll das heißen, ja, und?
Hast du überhaupt schon mal einen schwarzen Troll gesehen, du Großmaul? Weißt du eigentlich, wie groß diese Ungeheuer sind, Mann? Wenn du ihnen nur einen Schritt zu nahe kommst, reißen sie dich glatt in Stücke. Das will doch keiner mehr. Schwarze Trolle, kein Problem für mich. Schwarzer Troll? Kein Problem. Dir juckt wohl das Fell, was? Ich sollte dir den Kopf abreißen. Aber ich habe eine bessere Idee. Wenn du so ein toller Kämpfer bist, dann beweise es. Was habe ich davon? Blöde Frage. Deine Ehre und deinen heilen Unterkiefer? Ein bisschen dünn, findest du nicht? Oh, ich liebe das. Sagen wir, ich würde dir eine Menge Geld bezahlen, wenn du mir das Fell eines schwarzen Trolls bringen kannst. Wie hört sich das an? Besser. Worauf wartest du dann noch? Ich bin schon unterwegs. Attacke, auf zum schwarzen Troll. Neu. Der ist schon ein bisschen zu schwer für uns. Wo waren wir? War beim Turbo-Polyp-Typ. Ja, ich feiere das einfach mega. Vor allem dieser Typ hat so mega Bock drauf. Was ich ein bisschen weird finde, ist, wie das aussieht, wo der den kleinen Jungen dann zu sich nach Hause einlädt. Das sieht so ein bisschen wie ein Perverser aus, der jetzt die kleinen Kinder mit seinem aufgebauten Lego-Kirmes zu sich nach Hause lockt. Und auch wie der da sitzt, wie so, oh Gott. Aber ich glaube, es scheint ein dufter Typ zu sein. Und, oh, er hat Kumpels auf der Kirmes und so. Und wenn die dann immer rumsprechen, oh, es geht los, es geht los. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Wer ist bereit für die nächste Runde? Mega einfach, mega. Das ist Lebensfreude. Sich mit einfacher Sache so beschäftigen zu können. Geiler Typ, hey. Geil, geil, geil. Geiler Typ, sage ich, gell? So. Außerdem neulich, der Donny hat wieder gestreamt. Donny O'Sullivan, der hat seinen Tracker-Donny gemacht und da schlägt mein Schwaberherz natürlich wieder, weißt du? Schön mit dem Pferdle und dem Äffle und natürlich der gewohnte Tracker-Perücke auf. Und das hat so geil ausgesehen. Hat es wieder so gut gemacht, weißt du? Und damals bei Rocket Beans war das ja schon eine Mega-Show. Und jetzt halt auf seinem Twitch, der kann es ruhig öfters machen. Also Donny, falls du jemals meine Videos sehen solltest, Grüße gehen raus an dich und du bist einfach ein Hammer-Typ. Fuck. Und mir rennt hier mitten in die Goblin-Skelette rein, was auch echt scheiße war. Immer zu viel geschwärmt gerade. Hoffentlich kommen wir so ein bisschen auf Distanz jetzt. Dass die uns in Ruhe lasset. Komm, hau ab. Schätzgelände. Da müssen wir weglaufen. Was ist echt da oben? Hey, waren wir hier schon? Oder kommen wir jetzt hinter bei der Gruft im Dings raus? Also hier gibt es noch so eine. Links vom Bauernhof gibt es noch so eine kleine Gruft. Gibt es eine kleine Gruft. Und die Gott ein bisschen. Also die Gott hat so einen versteckten Eingang und da ist dann auch so ein geheimes Rätsel. Und das scheint das ähnliche Rätsel zu sein wie in Gothic 1 beim Rätselmeister, wo wir ja absolviert hin. Ja, wir wollten einen Trank trinken, also geht nur mit einer. Und dann kümmern wir uns mal um die Bandite, aber vorher wagen wir nochmal einen Blick auf die Map, wenn ihr eine geile Map vom Sado rauskriegt, wo uns hier ein bisschen was eingekritzelt ist. Und dann orientieren wir uns mal, wo wir jetzt denn unterwegs sind. Ah, okay, da gerade zur Ausgrabungsstelle hinterher. Ja, interessant, interessant. Okay, also, ja, guck, und da oben ist schon der schwarze Troll einzeichnet. Muss man also gar nicht groß suchen. Also, aber wir wollten mit zurück zu dem schönen Lagerfeuer, wo wir da gesehen, weil da sind nur ein paar Bandite und die Hennen, zwei Sachen, wo uns interessiert. Und das ist ganz interessant. Und zwar Eisach, die wird später interessant, wenn wir mal unser 1000 Views Special machen, wo man Puff gegangen hat. Und die andere Sache ist natürlich für unsere Quest mit dem Waffenhändler noch interessant, weil das einen deutenden Hinweis auf den Verbleib des Waffenhändlers gibt. Und jetzt müssen wir bloß gucken, welchen wir als erstes anschießen. Okay, das ist kacke. Wir schießen am besten erst den über den Haufen, der sitzt da so gut. Und wir treffen natürlich wieder nichts. Komm, hey, hey. Ich mach dich fertig. Das hast du verdient, Mistkerl. Wir müssen brauchen einen anderen Winkel. Wir sind mit so ein bisschen andere Winkel nachgegangen und dann auch gleich mal die paar Pfeile versenken, wo wir hin. So dass uns halt nicht die ihre Bogenschütze abschießt, sondern mir unsere Pfeile auf die abschießt. Ich habe auch kacke, dass wir nichts treffen. Komm, hey, den hauen wir weg. Komm! Hey, und triff doch mal. Ich denke immer so, die prallen da irgendwo ab.
mach dich fertig. Komm, den kriegen wir voll. Okay, einer weg. Jetzt gehen wir auf Distance. Distance. So schaffen wir uns jetzt Stück für Stück durch. Einmal ein bisschen speichere. Gucken, wie es aussieht, ob uns einer verfolgt. Neu. Sieht dufte aus. Was sagt unser Pfeilmanagement? Sollte vielleicht gerade so lange und hoffe, dass die noch ein paar Pfeile hin. Hoffen wir das mal. Aber die schießen ja auch ein bisschen rum, das heißt, die hängen ja was. Suchen wir uns gleich mal der nächste Gegner für unser nächstes Duell. Das ist der hier. Ich suche eigentlich den mit der leichten Rüstung. Komm, jetzt müssen wir bloß treffen. Komm, triff. Okay, den hätten wir. Jetzt müssen wir auf Distanz, weil jetzt sind wir hier ordentlich beschossen gerade. Oh Gott. Ah, fuck. Ich schieße ja wie Kugel an uns vorbei. So, jetzt speichern wir mal kurz. Gucken, ob die uns verfolgt. Okay, wir haben auf jeden Fall mal so das Feld ein bisschen ausdünnt bei denen. Und dann dämmen wir uns gerade wieder ein bisschen Regen. Was haben wir denn so gut, wo wir uns Snipe pfeifen können? Was geben wir denn die Dunkelpilze? Das lohnt sich eher wegen Mana. Aber so wie Mana immer gehört. Also wer Kronstöckel frisst, ist echt selber schuld. Gibt eh nur 5 Lebenspunkte. Kronstöckel, eine der wichtigsten alchemistischen Zutaten in Gothic. Nebenbei angemerkt. Heilpflanze kommen, die ziehen wir uns rein. Da haben wir noch genug davor. Na ja, komm, weiter. Hier, Maschinengewehr, pfeifen uns das Nei, zack. Und nächste Kugel und bam. Und nur eins. Sehr geil. Geil. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir die letzten zwei noch irgendwie ausschalten können. Das wird jetzt Revolvermänner-Duell. Wer besser schießt, gewinnt auch. Das Ding ist, wir müssen irgendwie an den Winkel kommen. So, dass mir den eine Bandit hier treffen. Aber uns nicht beide angreifen. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir uns auf eine höhere Position begeben dafür. Aber das ist ganz taktisch. Hier vielleicht? Aber ich sehe da überhaupt nicht die Bandite. Jetzt bist du dran. Okay, wir haben getroffen. Hoffen wir mal, dass wir das Duell gewinnen hier. Nee, das wird nichts. Die haut uns weg. Die schieße zu zweit da drauf. Scheiße. Eigentlich müssen wir den jetzt anschießen, dass er ein bisschen Schade kriegt. Oder so viel Schade wie möglich. Und dann müssen wir abhauen, wieder zurück, uns regge, dann wieder drauf ballere. Mal gucken, was wir da anrichten können. Nervig, wenn man nichts trifft, wisst ihr da? Oh Gott, okay, fast hämmern. Jetzt müssen wir bloß noch einmal treffen. Okay, da gehen wir jetzt ein bisschen auf Distance und speichere das Ganze mal. Sie sich wieder beruhigt. Okay, dann haut mir uns noch einen Trank rein. Ah, ein bisschen was anderes noch. Komm, wir haben gerade das schlechtes Traum. Also zwei Sachen haben wir zu wenig. Heiltränke und Pfeile. So, mit Pfeile ist echt gerade ein bisschen arg mau und ein bisschen arg stressig. Und ich dachte, die können uns das mal in größere Menge hier irgendwie verkaufen. Aber irgendwie verkauft die uns das alles immer nur in 20er Stacks. Ich hoffe so, dass die einen Haufen Pfeile dabei sind. Das wäre so genial. So bloß einmal treffe. Komm schon. Ey, das. Jetzt ist aus mit den Pfeilen. Ach, Mann. Müssen wir wohl in der Nahkampf wechseln.
Okay, back, back, back. Nehmen wir mal eine zweite Speicherstelle. Zurück und nochmal eine zweite Speicherstelle. Und jetzt hauen wir sie halt im Nahkampf. Gut, im Nahkampf wird deutlich besser funktioniert. Jetzt haben wir hier einmal einen Bogen, wo wir schon haben. Pfeile sind immer gut, Apfel. Bromars goldene Schale. Der Name Bromor ist mit einem scharfen Gegenstand in den Boden der Schale geritzt worden. Ja, Bromor, was ihr noch kennenlernen werdet, ist der Besitzer des Bordells. Und wie ich gesagt habe, wenn wir die 1000 Views voll haben, was jetzt noch ungefähr 40 Views sind, dann machen wir hier Puff-Special, wo wir uns mal ordentlich vergnügen mit der netten Dame. Und dann lassen wir es uns gut gönnen. Was haben wir hier? Pfeile ist schon mal nicht schlecht. Ein bisschen Gold und ein Heiltrank. Heiltrank finde ich gut. Und was haben wir da noch drin? Ein Feldknöterich auf jeden Fall. Das feiere ich. Und in der Truhe. Okay, zack, zack. Ne, scheiße zwar. Fuck. Alter, das labert noch mal. Wir haben ja viel zu viel. Nichts speichern. Wir haben hier viel zu viele Dietriche verballert. Das ist gar nicht. So. Zack, 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 zack. Okay. Semmers, Käse, Axt. Eine Lieferung. Und jetzt haben wir nämlich das Interessante. Die zwei Hämmer. Wir müssen nur die anderen zwei Jungs eigentlich plündern. Oder liegen die Deutsche? Die mehr eigentlich? Jetzt haben wir geschossen. So, da liegt einer im Dreck. Der hat ein bisschen Bier und zwei Goldbrücke. Okay, lesen wir erstmal den Lieferbericht durch. Lieferung. Dieses Schreiben habe ich bei den Banditen hinter Seekorps Hof gefunden. 15 Kurzschwerter, 20 Degen, 25 Leibbrot, 15 Flaschen Wein. Das war das letzte Mal. Die Sache wird mir langsam zu heiß. Fernando. Und damit haben wir den Namen des Waffenhändlers. Aber das reicht uns noch nicht an Beweisen, sondern... Hier war, lag doch noch was, oder? Sind doch blöd, hier ist doch gerade was aufgeploppt gewesen. Ach, Sauerei. Sauerei, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Jo. Ah ja, Degen der Banditen. Immer mitnehmen, weil die sind auch was wert. Die sind nämlich so viel wert wie normale Degen. Und normale Degen geben, glaube ich, 75 Gold. Und dann ist das schon geil. Was haben wir noch? Ah, Lucias Abschiedsbrief. Hashtag Lucia. Was ist Lucia? Das verrate ich euch nicht, das erfahrt aber vielleicht nachher gleich noch. Reptilienhaut, okay. Ah ja. Das Reptilienhaut schrumpelt quasi zusammen. Oh Mann, oh Mann. Lesen wir uns noch schnell den Brief von Lucia durch. Lucias Abschiedsbrief. Liebster Elridge, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser für uns beide ist, wenn du dir ein anständigeres Mädchen als mich suchst. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich. Eine Dirne wie ich ist nichts für so einen aufrechten Kerl, wie du einer bist. Leb wohl, Lucia. Eine emotionale Nachricht, wo wir hier erkunden hin. Und die müssen wir wohl noch delivern, also überbringen an Elwitsch. Wir haben heute gar nicht mehr so lang. Wir haben jetzt nur gute 5 Minuten und mal gucken, wie weit wir da noch kommen. Ich würde ja gerne noch ein paar Schätze ausgraben. Wir müssen bloß uns noch erinnern, wo die alle waren. Einer ist auf der kleinen Insel da drüben. Ach nee, oh nee, oh nee. Oh Gott, wir rennen einfach immer wieder in diese scheiß Goblin-Skelette rein. Die nerven so. Normale Goblins sind ja schon nervig, aber die sind ja irgendwann einfach schwach und dann haut man sie bloß noch weg. Aber Goblin-Skelette sind jetzt noch so stark und bringen uns mit einem Schlag um, wenn sie uns treffen würden. Fuck, was auch echt knapp gerade ist. Fuck, fuck, fuck. Okay.
Fuck, okay. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Oh Gott, Alter, mir geht grad echt die Pumpe. Shit. Huh, wir waren ja eh schon so geschwächt. Ah, okay, jetzt kümmern die sich drum. Das ist mir Bums. Ich bin da mal weg. Ciao. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, Alter. Nee, du, nee. Ich würde sagen, wir legen uns mal hier kurz aufs Ohr und dann versuchen wir uns noch den Schatz da drüben zu holen auf der Insel. Weil da ist ja noch ein Lurker, der den bewacht. Und den müssen wir erstmal platt kriegen. Da haben wir noch einen Haufen Pilze und Drachenmoos. Drachenmoos, das ist auch Stärke. Das könnten wir aber eigentlich auch so fressen schon. Und uns die Stärke holen, weil wir können es sowieso nicht in Tränke umwandeln. Das müssen wir auch immer wieder abwägen. Drachenwurzel, da. Dunkelpilz. Gucken, wie gut wir den Lurker erwischen jetzt. Natürlich. Ey, wir machen einfach gar keinen Damage. Okay, mal gucken, ob wir mit unserem Degen ein bisschen Einhalt gebieten können. Ja, wir müssen eigentlich gleich mit dem Degen da. Fuck, das wird aber nichts, weil der uns bestimmt noch einmal treffen wird. Okay, krass, das hat echt noch funktioniert. Geiler Scheiß. Ja, nice. Dann können wir uns doch noch den Schatz ja gönnen, auf jeden Fall. Dann sind wir hier doch noch ein bisschen auf Schatzsuche in der Folge sogar. Geil. Und wir kommen gerade nicht vorwärts. Wir gammeln immer noch auf dem Hof rum. Das wird einfach nicht. Und wir haben echt hier noch ein bisschen was zu tun. Also wir haben noch ein paar Schätze auszubekommen. Weil ich habe keinen Bock, dass wir nachher Anschluss von Greg bekommen. Dass wir einfach mit seiner Schätze durchgebrannt werden. Also dann stellt sich das einfach, wo wir die einfach nur zu faul waren auszugraben. Habe ich keinen Bock drauf. So. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gut, den Lederbeutel hätten wir schon. Den dürfen wir jetzt aber nicht auspacken. Das Problem ist immer, manchmal vergisst man, was zu Greg gehört und was einem selber gehört. Und dann packt man die Schätze einfach aus und kann man es nicht mehr abgeben. Und das ist dann nicht mehr so geil. Das ist dann scheiße, ey. So, wir sind jetzt schon fast wieder am Ende. Ich würde sagen, wir schwimmen noch rüber. Bam, jetzt schwimm los, schwimmi. Und wir müssen zum Pass noch rüber. Ich würde sagen, da gehen wir unten durch den Talkessel und gehen dann bei Baltrams Bauernhof hinten hoch. Gut, wir pennen, glaube ich, noch eine Nacht und dann machen wir hier auch wieder einen schönen Cut. Mal ein schönes Schläfchen machen. Gute Nacht. Aber wir pennen einfach bis zum Mittag, das ist noch viel besser. Sehr gut. Danke, Erol, dass mir pennen durftet. Gut, ich würde sagen, bei dem schönen Holzbalken als Panorama hören wir auf. Und ich sag nur wieder, wenn euch meine Videos gefallen, dann liked sie doch bitte. Lasst doch gerne ein Abo da und kommentiert fleißig, das freut mich echt. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, also macht's gut, bis dann, euer Moritz.